dass weniger Verkehr war, dass mehr für Fußgänger gemacht wird, mehr für Radfahrer, viel länger. Auf jeden Fall in der Stadt herinnen viel weniger Verkehr, dass sagen wir, ab einer gewissen Zeit muss gesperrt sein. Die Freifahrt für Studenten gratis ist. Weil wir zahlen immerhin 110 Euro für ein Semester, also 220 Euro im Jahr. Das ist schon teuer, also für die halt. Eine mittlere Stadt mit hoher Lebensqualität, viel Grünland und einem eklatanten Infrastrukturproblem. So definiert Franz Koch von der Universität Salzburg die Mozartstadt. Als Politik- und Sozialwissenschaftler beschäftigt er sich seit Jahren mit der Stadt und seinen Verkehrsproblemen. Eines der Hauptprobleme Salzburgs ist seiner Meinung nach die überlastete Innenstadt. Dafür bräuchten wir darüber hinausgehende Ideen. Diese gibt es auch. Es gibt zum Beispiel die Idee der Verlängerung der Stadtbahn. Ich glaube, das ist eine grundvernünftige Sache. Nur wir kommen hier über die Projektentwicklungsidee. Es gibt noch keine Detailprojektierung eigentlich seit mehr als 25 Jahren nicht hinaus. Und das ist ein Punkt, wo ich meine, dass die Politik, die Verkehrspolitik von Stadt und Land sich mehr grundsätzliche Gedanken machen sollte. Beispielsweise, dass man eine Schwebebahn entlang der Salzach baut, vom Hauptbahnhof bis Salzburg Süd. Also ich wäre ein Verfechter dieser U-Bahn. Eine Stadtbahn hätten wir ja schon gehabt vor langen Jahren, Bahn vom Süden bis zum Hannesplatz. Nur wie überall auf der Welt wurden diese Bahnstrecken alle rückgebaut. Aber eine eindeutige Chance für Verbesserung sehe ich nur, wenn man also die Zugstrecken in die Stadt hinein verlängert und durch die Stadt durchführt. Fast wie ein Mahnmal wurde Verkehrsstadtrat Johann Pardutsch die legendäre gelbe Straßenbahn für einen Tag vor seinen Arbeitsplatz im Schloss Mirabell gestellt. Wobei, gegen eine Stadtbahn in der Form hätte der Stadtrat eigentlich gar nichts einzuwenden. Bereits seit 1992 ist er Mitglied der Stadtregierung und glaubt man seinen Worten, so hat er noch viel vor, zumindest theoretisch. Wenn ich jetzt einmal mein Wunschkonzert sagen möchte, denke ich, dass es im öffentlichen Verkehr darum geht, ein leistungsfähiges Verkehrsmittel, das die Region mit der Stadt verbindet, zu schaffen. Das kann die Stadtregionalbahn sein, die ja jetzt angeblich von allen gewollt ist. Das kann, wenn es mit der Stadtregionalbahn nicht gehen sollte, ein anderes System sein. Und was den Autoverkehr betrifft, bin ich relativ hoffnungsfroh, weil es doch schön langsam beginnt und spürbar wird, dass die Menschen von sich aus mehr Mobilitätsformen als das reine Autofahren entdecken und auch annehmen. Aber es wird auch ohne steuernde Maßnahmen nicht gehen. Wie empfindlich der Bereich ist, sieht man ja auch an den gestiegenen Spritpreisen, die doch zu einem Rückgang auch geführt haben. Aber etwas Gesamtstädtisches wie Stadtmautsysteme oder Ähnliches wird man früher oder später machen müssen, weil es, wie gesagt, von der Fläche her schlicht und einfach nicht mehr geht. Verkehrsberuhigte Zonen, so wie ich es in Deutschland kenne, wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass man also Auto und Fußgänger ein bisschen mehr kombiniert. Und dass man vielleicht vernünftige Umgehungsstraßen baut. Öffentliche Verkehrsmittel billiger, das finde ich immer das Allerwichtigste. Und die Radlwege sind schon sehr gut, aber natürlich noch mehr Platz für die Radler, gerade an den Engstellen an der Salzach. Und ja, das sind die zwei Hauptsachen. Und einfach weniger Autos in der Stadt, egal wie sie es schaffen, weniger Autos. Bereits in der Zukunft angekommen ist Franz Schweighofer. Mit seiner Firma NET rüstet er unter anderem Benzin- oder dieselbetriebene Autos auf Elektrobetrieb um. Der Firmensitz selbst produziert mehr Energie, als er benötigt. Autos mit Verbrennungsmotoren sind für Schweighofer ein Fehler der Geschichte, der bald korrigiert sein wird. Elektroautos für jeden, davon sind wir nicht mehr weit entfernt. Ja, das Ziel ist ganz klar. Das heißt, das Ziel ist verbrennungsfreie Strom-, Wärme-, Kältegewinnung und Energie für die Mobilität, und zwar das in dem Umfang, dass ausschließlich Sonnenenergie für diese zukunftsorientierten Mobilitätskonzepte sich darstellen lassen. Wir sind dabei, im Bereich der Speichertechnologie zu arbeiten, wo man im Megawattbereich Sonnenenergie abspeichern kann. Und die Zielrichtung ist, Fahrzeuge fahren zu lassen, ausschließlich mit Sonnenenergie. Und natürlich auch für den Endkunden oder für den
Betreiber von Fahrzeugen, einfach ein Nullsummenspiel, Fixkosten zu reduzieren, damit die Leute sich auf andere Systeme mit dem Geld konzentrieren können. Geld und Umwelt natürlich ist auch wichtig. Ich glaube, die Umwelt, die ist nicht das Thema, die brauchen wir nicht schützen. Wir sollten uns Menschen selber schützen. Damit wird der Umwelt nichts passieren.